Ja, herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4 A Thief's End. Wir haben das letzte Mal ein echtes Wechselbad der Gefühle erlebt, als wir auf Elena getroffen sind, die uns, nachdem wir eine Klippe runtergestürzt sind, wiedergefunden hat. Und wir haben ihr ein wenig erzählt und haben somit auch gleich So, selber New Devon. Ja, erfahren. New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe dann Wie Eli. Der Schatz aus ist bestimmt dort. Nate Wir und müssen Drake Sam retten, Morgan. bevor sie ihn finden. Nate und Drake Morgan, genau. Nate und Sam Morgan. Nate und Sam Drake wurden. So. Ja, und jetzt machen wir hier weiter. In guten wie in schlechten Zeiten sind mit Elena unterwegs und müssen Sam retten, der ja bei diesem ganzen Fiasko von Rafe und Nadine ja quasi entführt wurde und für uns eine Kugel eingesteckt hat, nachdem er uns verraten hat, Sieh dass er mal. sich diese ganze Scheiße mit Alcazar nur Da ausgedacht oben. hat. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, die Frau ist badass und der gute Nee. Nate hat sie angelogen. Leider hoch. Ja, Ja, schon klug, so eine Frau hier. zu vertreiben, ne? Muss man ja sagen. Na gut. Klappt sogar mal mit dem Leiter runterlassen. Wer hätte das gedacht? Sonst geht doch irgendwas immer schief. Aber hey, wir sind ja weitestgehend unentdeckt. So, und was nun? Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem gut. Klar. Ja, man, so eine liebreizende Frau, die sich noch um einen schert, nachdem man sie mit Lügen quasi zugedeckt hat. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Yep. Henry Avery. 400 Millionen. 12 Gründer. Hunderte Sieger. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Ja, wer die Vorgänger gespielt auch weiß, weiß ja, dass sie so ziemlich badass ist und sich so nichts gefallen lässt. Egal wie schlimm die Situation auch ist. Naja, aber andererseits weiß man ja auch, er wollte sie ja nicht in solche Sachen mit hineinziehen. Er wollte selber eigentlich in solche Sachen nicht mehr mit hinein. Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Das hat er ganz bestimmt. Und ich wette, er hat keine von diesen sogenannten besten Ingenieuren seiner Zeit in irgendeiner Weise auch nur annähernd bezahlt. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt eigentlich hier Nate, weiter? da. Da oben ist eine Öffnung. Okay. Ja, zeig uns mal den Weg. Ah ja, mit unserem Kletterwerkzeug, ja? Jawohl. Mann, die hat echt Sprungkraft. Also, die ist da jetzt ja ohne das Werkzeug hochgekommen. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Also, sie hätte ja auch Was locker meinst du? mal Wo lang? Ja, sehen wir uns um. die Hauptprotagonistin aus dem Uncharted-Spiel werden können. Sie würde Lara Croft den Stiefel in den Hintern drücken, was das angeht. Gar keine Frage. Naja. So, jetzt müssen wir irgendwie da in der Mitte hochkommen. Oh Gott, wie ging das denn nochmal?
Ich glaube, da müssen wir irgendwie eine Kiste oder sowas haben. Es muss hier doch etwas geben. Weil da kommen wir aus eigener Kraft auf jeden Fall nicht hoch. Aber da. Ah ja, eine Leiter. Da kriege ich dich hoch. Super. Exzellent. Oh ja, okay. Da haben wir die kaputte Leiter. Ne? Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Da drüben ist ein Durchgang. Das hilft uns leider noch nicht weiter. Aber vielleicht findet sie was für uns. Hey, ich habe hier was. Warte. Ah ja. Genau, irgendwas mit einer Kiste war da mal wieder. Danke. Na gut, so. Dann wollen wir uns die mal hier mit unserem Seil herholen. Dann mal können wir da ja, glaube ich, aus eigener Kraft hochspringen. Wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch liege, weil die können wir ja nicht an Land ziehen. Ja, komm. So, das dürfte reichen. Ja. Oder auch nicht. Dann machen wir den Rest eben mit der Hand. Ja, ist wie beim... Ach, egal. Spielt keine Rolle. Machen wir weiter. So. Mit unserem schönen Werkzeug kommen wir hier nicht weit genug. Das heißt, wir sollen mal springen oder hier unten lang gehen. Jawohl. Und dann können wir hier hoch. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, Nate, so eine Frau zu verärgern. Idiot. Aber echt mal, also, da muss ich ihm mal absolut recht geben. Er würde denn so eine tolle Frau verärgern und belügen? Wir sehen uns drüben. Oh, Scheiße. Wohin? Was? Seil. Jawohl. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch, jawohl. Ja. Ja, verstanden. Hey, ohne abzusaufen, ne? So, und dann hier. Ja, hey, nice. Kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, wow, funktioniert. Na gut. Ja, okay. So sieht er auch aus. Nächster Stock, Herrenbekleidung. Dass das Ding funktioniert. Irgendwie unglaublich. Zu früh gefreut. Aber hey, zumindest hat er so weit... Sehen uns einfach oben. ...noch funktioniert, dass wir an die nächste Kletterstelle können. Okay. Nee, nicht wirklich, aber hier. Jawohl, jawohl, ja. So, dann können wir da mit unserem schönen Werkzeug wieder hoch. Ja. Sehr schön. Läuft doch alles wie geschmiert. So. Da jetzt fallen lassen und ja. Ach du Scheiße. Aber sie sind klatschnass. Sie sind ins Wasser gefallen. Wo sind die? Da vorne. Oh, Mist. Oh, Scheiße, es ist Drake. Ja, ich wollte gerade sagen, Hilfe, Elena, und dann ist sie auch schon da. Sie?
Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Rafika. Rafiki. Ah, nicht ganz. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Ja. Titel dieser Folge: Ey Mann, wo ist mein Auto? Von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Naja, okay. Ich glaube, hier mit dem Berg hoch sind wir ja einigermaßen auf dem richtigen Weg. Das war ja irgendwie an so einer Klippe stand das Ding, ja. Aber hier geht's für uns nicht weiter. Na gut, klar, weiter geht's ja schon, aber weiter da wäre zu weit. Aber ja, hier geht's hoch. Können wir doch da... Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Ja, das ist ein Trost. Ah, wo ist er denn? Da. So. Ja, das macht die gute Elena alles mit. Sie ist halt auch eine knallharte Reporterin. War ja schon im ersten Teil so, dass sie davon nicht zurückgeschreckt ist. Oh, scheiße. Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Wir es uns wieder. Ja, hier werden wir uns jetzt nicht versuchen durchzuballern. Hier will ich eigentlich nur das Auto erreichen und dann von hier wegfahren. Klar werden die uns natürlich merken, spätestens im Auto, wenn wir da Gas geben. Ist ja gar keine Frage, aber das ist hier eigentlich der beste Weg. Und man muss sich hier nicht durchschießen. Aber Voraussetzung ist natürlich erstmal, dass wir hier soweit durchkommen, ohne gesehen zu werden. Aber ich bin da mal ganz guter Dinge... Oh, schöner Laserstrahl vorbeigesprungen. Ich bin da mal ganz guter Dinge, dass wir jetzt in dieser Session wieder mehr Ninja-Fähigkeiten auf unserer Seite haben. Hoffe ich zumindest mal. In der letzten sah es ja nicht ganz so gut aus. Aber hey. Ich glaube, wir kriegen das dieses Mal wieder hin. So, ja. Den da unten, den müssen wir aus dem Weg räumen. Am besten so schnell vorbei, dass uns von denen da oben keiner sieht. Und er da unten natürlich auch nicht. Ja, der kommt jetzt gerade zur Klippe hin, das ist für uns nicht so gut. Aber wenn die sich so etwa zeitgleich wegdrehen, dann hätten wir eine Chance. So, nee, ach nee, der kommt jetzt noch näher dahin, aber da ist er vielleicht in der Reichweite für unseren Fistdrop. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Komm, dreh dich um. Ja. Und dann springen wir einfach mal. Nice. Das hört er auch nicht. So, wenn wir hier unten an der Felswand entlang gehen, sollten wir auch aus dem Sichtfeld von dem Kerl da oben sein. Nicht von dem. Nee, bei ihm auf jeden Fall nicht. Da müssen wir noch mal ein wenig warten. Aber hey, ich bin bei sowas immer ein Geduldiger. So, den könnten wir auch jetzt mal super. Nee. Nee, können wir nicht. Ich dachte, den könnten wir jetzt mal super in den Abgrund treten, aber jetzt vielleicht. Jawohl, gerade noch geschafft. Sehr schön. Das ist immer der beste Weg in solchen Situationen, ne, dass die Leichen von denen dann in den Abgrund fliegen, damit die keiner hier sehen kann. Ach, was heißt Leiche also? Der wird das bestimmt überlebt haben irgendwie. Der ist versichert als Söldner. So gut versichert wie die Wrestler in der World Wrestling Federation. Ich glaube, da hat sich was bewegt. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist los? Ich glaube, hier ist alles okay. Ah, okay, wir haben es gerade noch mal geschafft, so mit Haut und Haaren. Elena. So. Und Vollgas. Wir sind hier. Ja. Das haben sie jetzt gemerkt, aber hey, wir sind da schon über weite Berge. Mal schön auf die Karre ballern.
Ja. Und ich glaube, damit sollten wir auch entkommen sein. Ich glaube, die sind wir los. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler... Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas da gehört. Klang wie Telefon oder so, aber nee, mein Telefon ist es nicht. War aber von draußen. Ah, kann ich nochmal eben einen kleinen Schluck nehmen. Ja. Na, Averys Schatz. Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Oh Gott. Das erklärt natürlich einiges. So eine Söldnerarmee, die durch Bürgerkriege dezimiert wurde. Naja, aber durch, sag ich mal, diesen Feldzug hier haben sie ja auch nicht gerade Gewinne eingefahren, ne? Also, ich meine, wie viel von denen haben wir schon umgenietet über die ganze Zeit jetzt? Reichlich. Der hat sich ja schon beklagt, wow, hier ihre ganzen Männer sterben. Der ist riesig. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. Ja. So ein Pech aber auch. Ja. Das ist auch so, zieht sich auch so wie so ein seidener Faden. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er fliegt. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ja. Aber gut, wer würde denn schon seinen 15 Jahre vermissten Bruder direkt in Frage stellen? Und jetzt bin ich richtig nass. Ja, das ist schön für dich. Naja, wer würde denn seinen 15 Jahre vermissten Bruder direkt gleich mal in Frage stellen, wenn er ankommt, er steckt in großen Schwierigkeiten? Also würde mir auch nicht so einfallen. Und ich glaube, jeder, der sich denkt, wie dumm ist der Nate eigentlich, dass er da nicht mal nachgeforscht hat, der wird gefühlsmäßig gar nicht wahrscheinlich was wissen, eine verrückte Vorricht. Was man bei sowas durchmachen würde. Reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Ich meine, stellt euch vor, ihr habt einen Bruder oder Schwester, die ist 15 Jahre lang vermisst, eigentlich wohl für tot erklärt, taucht dann wieder auf und sagt, sie steckt in Schwierigkeiten, braucht Hilfe da. Wer würde das in Frage stellen bei so einer, bei Bruder oder Schwester, die so lange weg sind? Also, okay, sehen wir uns um. Ich jedenfalls nicht und ich glaube viele, die ehrlich sind, auch nicht. Naja, wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt hier durchschlagen und ich glaube, ich weiß auch noch ungefähr, was wir hier tun müssen. Brauchen wir ja einmal hier die Seilwinde für, da war ja auch schon vorhin das Symbol, Überraschung. So. Werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Wie gut, dass die Shoreline-Wagen auch eine Seilwinde haben. Ja, das hat wohl nichts gebracht. Das Wasserrad steht still. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas anderes. Ah, okay. Da lag ich wohl doch falsch. Ah, ne, hier müssen wir das machen. Wir müssen da erst hier diese Stütze einreißen. Ja, genau. Ah, okay. So, dann holen wir mal... Oh, kann man da wieder hoch? Ja, komm, mal gut. Holen wir mal das Seil wieder zurück. Und dann befestigen wir das um die andere Stütze. So. Und fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay. Ja, okay. Mach mal. Und, er schlagt mich nicht darunter. Ich weiß doch gar nicht, ob man überhaupt stirbt, wenn man da drunter steht. Jetzt komme ich hoch. Danke. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren.
oder ob sie da irgendwie sagt, geh aus dem Weg oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich mal ausprobieren. Vielleicht weiß es jemand, der zuschaut. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Für den Fall. Naja. So, okay. Ja, wir brauchen die Kiste. Da oben können wir dann hoch. So. Jawohl, und ja, jetzt können wir da raus. Und dann, ja, da. Jawohl. Das sieht vielversprechend aus. Noch nicht. Ich klettere höher.